Die neue Richtung war notwendig. Diese Brücke aus den frühen 90er Jahren ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern der Zahn der Zeit hat an dieser Brücke natürlich auch genagt. Das ist eine Brücke zwischen Erl und Oberaudorf, sozusagen die letzte Brücke vor der Grenze nach Deutschland. Der Erl-Innsteig ist eine stark frequentierte Geh- und Radwegverbindung. Der Neubau der Brücke oder des Tragwerks erfolgt werkseitig im Werk in drei Teilen. Und diese drei Teilen werden in drei aufeinanderfolgenden Nächten hier mit diesem Kran wieder eingehoben. Die große Herausforderung ist die Demontage der alten Brücke und der Wiedereinhub der neuen Brücke. Das Ganze kann nur mit einem massiven Kran passieren, den wir da im Hintergrund sehen. Das ist ein 800-Tonnen-Kran, der für die Arbeiten notwendig ist. Der spannendste Teil des Einhebevorgangs war der Teil Nummer 1, der erste Schuss. Das Bauteil ist 45 Meter lang, wiegt insgesamt 40 Tonnen und muss eben rüber bis zur bayerischen Seite, zum bayerischen Widerlauge eingehoben werden mit einer Ausladung von 115 Meter. Und das war die große Herausforderung. Diese teilweise oder fast Neuerrichtung dieser Brücke kostet uns etwa 2,2 Millionen Euro. Das ist noch eine stolze Summe, aber ich glaube schon, dass das notwendig ist, auch für die Sicherheit, für die Radfahrer, für die Fußgänger, dass wir dieses Geld auch investieren.